meine, ist ja auch irgendwie realistisch, aber das ist, aha, da hätten sie es vielleicht so machen können, dass man das dann gar nicht machen kann. Naja, ich hoffe, es ist noch Platz im Notebook. Das wäre sonst blöd. So, aber da ist ja nicht mal ein einziges Zeichen davon da, deshalb ist das Dreieck, Kreis mit so einem Winkel. Nee, ich sehe kein Dreieck. Das sind zwar Kreise, aber das sind alles andere Symbole. Okay, das ist definitiv nicht hier. Wo dann? Wo dann? Geht's eigentlich unserem Fisch? Oh ja, der ist da fröhlich, schwimmt er vor sich hin. Nicht, dass der stirbt, wenn wir ihn nicht regelmäßig mit Zapfen füttern. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen was herausgefunden und bin trotzdem genauso ratlos wie zuvor. Boy, das ist wirklich heftig. Aber gut, so ist es halt in diesem Spiel. Ach so, ja, das Blaue. Ich guck mal, ob ich mit dem blauen Teil jetzt noch mehr machen kann. Wenn das jetzt aufgeladen ist. Vielleicht hilft ja was. Also zum Beispiel. Nope. Also das ist echt nur diese geheime Schrift, die unsichtbare Tinte zu entdecken, aber ansonsten kann man damit nichts machen. Man kann es auch hier drauflegen, aber das bringt irgendwie auch nichts. Ach, und diese Glaskugel, die habe ich auch verloren. Okay, die brauche ich dann nicht mehr. Dann kann ich auch nicht mehr den Fisch einsammeln. Der Fisch. Doch, ich kann hier noch was machen. Oder es zeigt einfach nur so an. Was ist eigentlich, wenn ich so mache? Nö, das stört den gar nicht. Ja, und hier unten war ja auch nichts weiter. Na gut, dann muss ich wieder ein bisschen suchen und überlegen und mach wieder einen Cut. Okay, ich habe jetzt in einem Video nachgeguckt und irgendwie konnte der Typ das dann doch aktivieren. Vielleicht muss man die in einer bestimmten Reihenfolge betätigen. Also der hat dann als nächstes das hier gedrückt und das ging dann. Jetzt geht's. Okay, und weiter habe ich dann das Video nicht geguckt, also aber jetzt ist wieder blind. Aber ich musste mal nachschauen. Nur, wie soll man denn darauf kommen, dass man die in einer bestimmten Reihenfolge drücken muss? Was ist das eigentlich? Okay, das ist ja auch sehr auffällig. Hier. So, jetzt hatten wir hier hinten noch eins. Oder nur noch... Moment, hier war... Hier ist noch eins. Das geht wieder nicht. Boah, dann muss man die echt durchprobieren, bis man die richtige Reihenfolge hat, oder wie? Das wäre aber echt ein bisschen komisch. Weil da gibt's doch jetzt... Gibt's da irgendwie einen Hinweis drauf? Drei... Vier, nee.
Also in den Briefen schon mal nicht. Woanders hätte ich jetzt auch keinen Hinweis gesehen. Das da ist doch auch kein Hinweis. Also soweit so gut. Jetzt probiere ich mal den ganz vordersten. Aber das wäre schon ein bisschen krass, dass man hier dann permanent hin und her rennen muss. Jetzt geht's, okay. Und jetzt versuche ich noch den. Nur wie soll man, ich meine, da ist doch nirgendwo ein Symbol drauf, dass man irgendwie auch einen Code eingeben muss. Das ist einfach nur rumprobieren. Das finde ich ein bisschen blöd. Das ist einfach nur rumprobieren. Das hat nichts mit Kombinationsgabe zu tun oder so. Das ist einfach nur rumprobieren. Okay. Aber was haben wir jetzt davon? Denn weiter habe ich das Video dann nicht geguckt. Wir haben sie jetzt alle da im Boden versinken lassen. Okay, jetzt ist hier was rausgekommen. Jetzt ist hier was rausgekommen. Wir haben hier ein Item. Was ist das hier hinten? Für die Scheibe. Also wir müssen erstmal das hier nehmen. Saving Game. Okay. Brauchen wir, wir brauchen wahrscheinlich drei Schlüssel. Drei Schlüssel brauchen wir. Und dann geht das runter und dann, ja, keine Ahnung, dann fährt vielleicht der Turm runter und dann können wir da rein. Aber wo kriegen wir drei Schlüssel her? Na gut, wir haben wenigstens wieder ein Item. Aber so, das war jetzt, das war auch kein Rätsel irgendwie. Das war einfach nur rumprobieren. Ach, ich kann hier Sachen drücken. Das ist ja interessant. Warum kann ich da Sachen drücken? Das kann ich ja nur drehen. Das kann ich gar nicht. Doch, ich kann es drehen. Okay, und ich kann hier Tasten drücken. Ja. Schön, aber wohin damit? Das hat hier da auch noch so ein Moment. Ist das sonst auch so? Nee. Das hat hier links, wo es angezeigt wird, dieses Symbol, dass sich da irgendwas tut. Moment. Kann ich das hier bei diesem Aufzug montieren? Ja. Und was kann ich jetzt machen? Gar nichts. Ich kann es aber auch nicht mehr rausnehmen. Das heißt, das ist wirklich hier jetzt schon richtig. Interessant. Interessant, okay. Na, ich brauche hier wahrscheinlich irgendwas, was ich da reinsetze, um das aktivieren zu können. Aber das ist eine komische, das ist ein komischer Pfeil. Das ist ja nicht irgendwie ein Aufzug, der einfach nach unten fährt, sondern der macht da noch ganz komische Bewegungen. Ach, ich sehe das. Ich sehe das nur, weil ich die blaue Fackel in der Hand habe. Boah, vielleicht entgehen mir hier dauernd irgendwo Sachen. Kann ich nochmal, das möchte ich jetzt nochmal testen. Dass das hier wirklich. Ja. Ich kann. Boah, da muss ich eigentlich die ganze Insel absuchen nach geheimen Botschaften. Wenn ich weggehe. Nö, dann ist es aber trotzdem noch da. Naja, ein bisschen besser sieht man es vielleicht. Okay.
Das heißt, ich muss im Prinzip die ganze Insel absuchen. Jede Tür und jeden Felsen, weil da könnte jetzt überall diese Tinte dran sein. Mal war hier nicht, hier war doch irgendwie auch so ein Pinsel. Da! Ach so, ich muss das hier nochmal machen. Das ist cool. Das ist jetzt schon wieder geil. Dass ich jetzt dieses Rätsel, da dachte ich ja, das ist abgeschlossen, nachdem ich dieses Metallstück da rausgeholt hatte. Aber ich muss das hier jetzt nochmal machen. Okay, verstehe. Und jetzt haben wir hier diese Symbole. Ja, okay, das ist, jetzt verstehe ich das auch, was das hier bedeuten soll. Das ist das Teil mit dem Gitter, mit dem Hebel. Das konnte ich irgendwie gar nicht so richtig identifizieren. Aber Moment. Das ist so rum, ja. Okay, das heißt, ich muss das dann auf den Kopf gedreht machen. Also Dreieck, Kreis, na gut, das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Moment mal, das... Okay, das Dreieck, das ist ja da unten, das heißt, das hier muss schon mal irgendwie höher sein. Moment, das sollte aber nicht so schwer sein, oder? Tada, das ging leicht. Das ging leicht, aber was ist das? Ach, das ist ein Schlüssel. Okay. Okay, das war jetzt eigentlich ziemlich cool, dass man das nochmal hatte. Okay. Und ich muss mit der blauen Fackel eigentlich überall rumschauen, ob es dafür was gibt's so. Und der Schlüssel? Wo geht der rein? Ich glaube, der ist unten für die Tür, oder? Der sieht so normal aus. Nicht so ein abgefahrener Schlüssel, den man da vielleicht braucht. Genau. Ich auch wieder mitnehmen, den Schlüssel? Nö. Saving Game. Da muss es doch weitergehen, der Weg. Der muss da weitergehen. Aber wir haben erstmal wieder einen Brief. It's time you learn the truth about this island. As you probably noticed by now, this world has no day-night cycle, nor weather changes at all. In fact, the whole concept of time has a different meaning in this place. For one who stays in this world, the relative time in other worlds appears static or fixed. This incredibly powerful phenomenon also prevents the aging of living tissue. When I realized this, I was eager to find out what kind of eternal source gives Quirin this extraordinary power. It made me forget the task I originally came here for. The archaeological exploration of the Dulmerian city has become irrelevant. Tempus rerum imperator. Die Zeit ist der Commander of all things. Okay, danke für die Übersetzung. Soweit reicht mein Schullatein tatsächlich noch aus. Und haben wir hier noch was? Wir haben noch ein Buch. The Key to Success von William Maythorne. Volume 1. Also wahrscheinlich, wie es dann wirklich geht mit dem Erfolg, das erfährt man erst in Band 2. The Key to Success. Geil. Ach, das war ein netter Gag. Okay, zumachen kann ich es nicht mehr. Aber wir können uns mal das Ding hier angucken. Das sieht merkwürdig aus. Aber ist nicht so ein ähnlicher Schlüssel auch in
in diesem einen durchsichtigen Kristall gefangen. Da ist noch was. Ah, das ist für den Aufzug. Ich wette, das ist, genau, das ist das fünfeckige Teil für den Aufzug. Okay. Okay, es geht wenigstens mal ein bisschen voran hier. Hier kann ich nichts mehr machen. Guck aber nochmal, ob hier irgendwelche geheimen Zeichen stehen. Denn damit muss man jetzt immer rechnen. Und was wollte ich sagen? Genau, das, also diese eine Stelle mit, dass man da rumprobieren muss, mit dem, in welcher Reihenfolge man die drückt. Ja, das ist so ein bisschen merkwürdig. Aber gut, bei Myst gab es ja auch sowas mit diesen Hebeln auf der Insel, die man dann umlegen konnte. Gab es auch so eine Schwierigkeit. So. Ach so, ich muss es natürlich erst auswählen. Und dann